Ein herzliches Willkommen an alle Sportsfreunde und Paderborn-Fans auf diesem Kanal zu meiner Meinung zum Los, was wir denn da am Sonntag in der ARD-Sportschau aus dem Lostopf gezogen haben. Darum soll es aber erstmal gleich gehen. Vorab möchte ich mich erstmal entschuldigen, dass das Video jetzt ja sehr, sehr, sehr verspätet kommt. Aber ich denke mal erst lieber spät als nie, denn ich hatte in den letzten Tagen wirklich so viel zu tun und um die Ohren, dass ich es wirklich zu keinster Zeit irgendwie geschafft habe, dieses Video quasi aufzunehmen und dann auch noch zu schneiden. Also ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm und wie gesagt, dafür könnt ihr euch dann jetzt auf etwas freuen und zwar auf meine Meinung, die ich jetzt kundtue. Ja, Sonntag ARD Sportschau 19.15 Uhr hat die ganze Auslosung angefangen und wir waren auch schon das dritte Los, was dann letztendlich aus dem Topf rausgezogen wurde und zwar zu Hause, was schon mal die große Freude bei den einen oder anderen inklusive mir auf jeden Fall erfüllt hat. Also wir freuen uns, dass wir heim antreten dürfen und wir haben tatsächlich auch den VfB Stuttgart rausgezogen, also rausgelost bekommen. Ich denke mal, es hätte uns da durchaus schlimmer hätte treffen können. Also wir hätten einen schwierigeren Gegner bekommen können mit Borussia Dortmund, mit Bayern München, mit RB Leipzig, mit TSG Hoffenheim und. Und wir hätten auch einen deutlich leichteren Gegner bekommen können, mit zum Beispiel Fortuna Düsseldorf oder eben den SV Sandhausen. Ja, so haben wir also ein Los aus dem Mittelmaß bekommen. Und zwar ein ziemlich attraktives Los, aus meiner Sicht auch ein machbares Los. Denn der VfB Stuttgart ist aus dessen Gründe attraktiv, weil der VfB Stuttgart sehr, sehr, sehr viele Fans mitbringen wird. Ja, das Kommando Kahnstadt, das gibt ja sozusagen das Kommando an, was tatsächlich auch im Wort drin sein wird. Dementsprechend die Stuttgarter werden den Gästeblock wahrscheinlich voll machen und wir Heimspiel werden die Bude wahrscheinlich dann auch voll machen in diesem DFB-Pokalspiel, dass es wieder ein Hexenkessel wird, die Home Deluxe Arena. Und wir dann sozusagen den 12. Mann haben, um den VfB Stuttgart dann hoffentlich auch aus dem Wettbewerb zu schmeißen und ins Viertelfinale einzustehen. So, zudem kann man tatsächlich zu dem Spiel sagen, warum ist das aus sportlicher Sicht ziemlich interessant, dass wir den VfB Stuttgart gezogen bekommen haben. Ja, der VfB Stuttgart hat jetzt nicht die allerkrasseste Übermannschaft in der Bundesliga und der VfB Stuttgart bringt zudem auch noch einen ehemaligen Paderborner nämlich mit und zwar ist das Chris Führich. Der gute Chris Führich, ist schön, dass wir dich mal wieder sehen dürfen zu denen, um nicht so allzu weit zu fahren und trotzdem quasi zu Hause dich mal wieder in unserer Arena zu sehen. Also wir treffen dort auf Chris Führich und der VfB, wie gesagt, ist nicht die Übermannschaft in der Bundesliga. Ich denke mal, mit dem Publikum im Rücken, 12. Mann und sowas alles, sollte eine Mannschaft sein, wo die Chancen 50-50 tatsächlich stehen, ähnlich wie gegen Werder Bremen, wo ich gesagt habe, die Chancen stehen 50-50, habe da ein ganz gutes Gefühl. Und ich sage auch, ich habe da ein ganz gutes Gefühl, Stand jetzt, den VfB Stuttgart erwischt zu haben. Der VfB Stuttgart hat in der ersten Runde, ich weiß gar nicht wen, gerade rausgeworfen, auf jeden Fall in der zweiten Runde haben sie unseren Erzrivalen nicht nur rausgeworfen, sondern wirklich abgefertigt, teilweise auch vorgeführt und mit 6:0 aus der heimischen Mercedes-Benz-Arena rausgeschossen. Allerdings sind wir natürlich ein ganz anderes Kaliber und ja, es ist eben der Pokal, da ist man demnach nochmal extrem motiviert wieder. Ich freue mich auf den VfB Stuttgart, es wird eine ausverkaufte Hütte und ich denke mal, die Chancen stehen 50-50. Ich sage es, glaube ich, jetzt zum zweiten oder dritten Mal in diesem Video. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dieses Spiel und die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Denn, wie gesagt, man hat nicht die Bayern gezogen, man hat nicht Dortmund gezogen, man hat nicht Leipzig gezogen, man hat allerdings auch nicht einen unattraktiven SV Sandhausen oder Düsseldorf gezogen, sondern schon einen Bundesligisten. Demnach, wir sind mal gespannt, was da passiert und die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Jungs, ihr packt das ins Viertelfinale. Wir glauben an euch. Bis dahin würde ich sagen, das Allerwichtigste, ihr bleibt bitte allesamt gesund und dann sehen wir uns im nächsten Video. Das wird dann morgen meine Spieltagstipps sein zum 14. Spieltag. Ja, müsste der 14. sein. Und bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns. Ciao, euer Paderborn.